Was ist Water hier einmal? Heute war dein erstes Spiel für Kickers Emden. Wie hat es sich angefühlt? Zuerst einmal anstrengend, aber sehr geil, auf jeden Fall wieder auf dem Platz zu stehen, jetzt nach der Verletzung. Dann noch mit dem Derby-Sieg gekrönt, gibt eigentlich nichts Schöneres. Es war ja doch recht anstrengend in der zweiten Halbzeit für euch. Gab es da irgendwelche Problematiken bei euch? Also hat der Boss zu gut dicht gemacht oder wie habt ihr das auf dem Platz empfunden? Ja, ich denke, es war so ein typisches Spiel für eine Mannschaft, die muss, die zurückliegt gegen eine, die führt. Und sich dann eher aufs Verwalten konzentriert. Wir hätten, denke ich, die Umschaltaktionen besser zu Ende spielen können, hätten wir vielleicht ein bisschen früher Ruhe gehabt. Aber so ein Spiel ist ganz normal, wenn eine Mannschaft alles nach vorne wirft mit langen Bällen, operiert, dann ist es nicht leicht zu verteidigen. Aber wir haben uns alle reingehauen, es war mega anstrengend, aber im Endeffekt haben wir gewonnen und das ist das, was zählt. Gibt es bei dir jetzt auch irgendwelche kleineren Probleme, also irgendwelche Defizite, die du jetzt selber bemerkt hast? Oder könntest du ab nächstem Spiel dann wieder von Anfang an in der Startformation kicken? Theoretisch ist alles in Ordnung, aber ich glaube, gerade heute hat man auch gesehen, dass fitnessmäßig natürlich noch ein bisschen was fehlt, auch für die Startelf. Und ja, einfach so Automatismen, die man braucht als Spieler, einfach mal wieder diese Abläufe reinzubekommen. Aber das wird nach und nach passieren, über Einwechslungen, über weitere Trainingseinheiten und dann wird man sehen, wann es für den Schalleffer-Einsatz reicht. Okay, danke dir.